Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Handpuppen unter der Lupe. Heute mit dem Gecko Giovanni. Dem Gecko Giovanni. Und Giovanni ist eine Living Puppets Tierhandpuppe. Ist 50 cm lang und was er so an Besonderheiten oder ob er überhaupt irgendwelche Besonderheiten hat an sich, das möchte ich heute einmal mit dir jetzt genau im Detail anschauen. Er sieht wirklich ganz toll aus. Er hat hier oben diese Augen, die noch mal etwas hervorstechen. Das zeige ich dir gleich auch noch mal im Detail. Wir haben hier diese Rückenschuppen, die sich ungefähr bis auf die Hälfte des Schwanzes durchziehen, beginnend ab dem Halsansatz. Wenn wir uns das Ganze einmal von unten anschauen, dann haben wir hier zwischen den beiden Vorderpfoten haben wir den Eingang in das Klappmaul. Und wir haben hier bei den Pfoten haben wir noch Farbhervorhebungen. Das ist nicht etwa Dreck, das ist wirklich so gewollt an der Handpuppe. Es ist wirklich schön gemacht, das ist nochmal so, unterstreicht so ein bisschen einen etwas natürlicheren Charakter. Auch wenn die Handpuppen, ohne das jetzt wirklich negativ zu meinen, von Living Puppets eher nicht gänzlich an die Natur angelehnt sind, sondern eher etwas kindlich gerechter wirken sollen. Ich finde es trotzdem sehr schön gemacht. Es passt einfach zu dem Giovanni und ich finde das eine tolle Idee nochmal. Würde ich mir öfters wünschen, dass vielleicht nochmal so ein bisschen mehr Farbe mit ins Spiel kommt bei Living Puppets. So, dann kommen wir zum Kopf. Der Kopf, wenn wir Giovanni anschauen, dann guckt er leicht schräg, ne? Also er guckt nicht geradeaus. Also wenn du jetzt wirklich so ihn anschauen würdest, würde direkt vor dir sein. Ich bin jetzt so ungefähr einen halben Meter weg, dann würde er mich noch, ja, ich würde sagen fast anschauen. Aber dennoch würde ich sagen, er guckt so leicht schielend. Finde ich aber nicht schlimm, es macht ihn ganz süß. Denn er hat auch noch im Maul eine Zunge. Und diese Zunge hat hier innen drinnen noch so als Gewicht so ein paar Plastikkügelchen. Ist ganz schön gemacht. Die Zunge ist leider nicht bespielbar. Würde aber auch wahrscheinlich bei dem wenigsten klappen, weil die Zunge ist wirklich klein. Also die ist vom Innendurchmesser an der engsten Stelle ist die kleiner als mein kleiner Finger. Von daher wäre das sehr schwierig. Wir haben hier den Rachen angedeutet, was ich auch sehr schön finde. Ja, ansonsten ist der... Ja, die Lippe, würde ich sagen, ist relativ breit gehalten. Ich finde das schön gemacht. Wenn ich in das Klappmaul reinschlüpfe, dann komme ich noch so gerade eben in diesen Tunnel hinein. Der ist, würde ich sagen, noch nicht zu eng, aber ich habe, wenn ich jetzt größere Hände hätte, muss ich sagen, also da würde ich da nicht reinkommen. Aber jetzt mit meinen Händen komme ich noch gut rein und kann das Klappmaul auch gut bespielen. Ja, warum die Zunge jetzt so nach oben rutscht, das ist dem geschuldet, weil ich gerade direkt von oben die Handpuppe filme, damit du das besser sehen kannst. Also normalerweise würde die natürlich dann, so wie du es hier etwas sehen kannst, dann eher nach unten fallen. Ja, die Augen sind, wie ich schon sagte, die stechen etwas hervor. Sie heben sich von dem Kopf ab, was ich auch sehr schön finde. Dann haben wir diese typischen Living Puppets Augen. Wir haben nochmal hier über dem Weißen des Augen ist so ein schwarzer Rand, dass sich das auch nochmal so ein bisschen mehr abhebt, was ich gut finde. Und hier farblich akzentiert auch nochmal ein Grün über dem Auge. Ich finde das Gesicht finde ich gut gelungen, den Kopf finde ich gut gelungen. Insgesamt macht die Handpuppe von der Verarbeitung einen sehr guten Eindruck. Wir haben saubere Nähte. Die Nähte an dieser Handpuppe, die halten immer noch, trotz dass sie schon ein bisschen älter ist. Die habe ich mir mal ausgeliehen. Danke an dieser Stelle. Und also kann man nicht meckern, da ist nichts mit der Handpuppe. Und im Großen und Ganzen wieder mal ein sehr gelungenes Produkt von der Firma Living Puppets bzw. Mattes Spielprodukte. Und jetzt würde ich dir gerne noch im Anschluss ein paar Detailfotos von dem Giovanni zeigen.
Wie gesagt, der Giovanni ist 50 cm groß, liegt preislich bei 39 Euro. Ich finde, das ist eine gute Anschaffung. Was mir besonders gut an Giovanni gefällt, ist halt dieses andere Material, was die Firma Living Puppets bzw. Mattes Spielprodukte verwendet hat. Nämlich dieses, weißt du, wenn du ein neues Handtuch kaufst, dann ist es ja oft noch ja, sehr weich und hat halt nicht so dieses oft raue, wenn man schon öfters mal gewaschen hat. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Also preislich liegt er bei 39 Euro. Ich finde, das ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, ob die Handpuppe was für dich ist, das musst du selber entscheiden. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich würde mich freuen über einen Kommentar und über einen Daumen nach oben natürlich. Besuch mich auch auf meiner Website, wenn du magst. Der Link dazu ist unter diesem Video. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss, alles Gute, dein Hannes.